Smart Care. Nachhaltige Gesundheit für die Zukunft. Millionen Menschen leiden an Schmerzen in Gelenken und Muskeln. Schmerzen, die manchmal unerträglich werden. So erging es auch Esperanza Bass, die wegen ihrer wiederkehrenden Rückenprobleme krank geschrieben wurde. Doch hier in ihrem Wohnort Alicante in Spanien nimmt sie an einem besonderen Projekt teil. Erzählen Sie mir von Ihren Rückenproblemen. Wie hat das angefangen? Das reicht mindestens schon 15 Jahre zurück, als ich anfing zu arbeiten. Ich habe schon immer in der Nahrungsmittelindustrie gearbeitet. Ich bin Fleischerin. Das bringt Risiken mit sich. Man muss immer schwer heben, immer in derselben Körperhaltung. Es ist ein ernsthaftes Problem, wenn du einen Hexenschuss oder einen Bandscheibenvorfall hast. Dann bist du völlig außer Gefecht gesetzt. Esperanza ist nicht allein mit dieser Art von Problemen mit Gelenken, Muskeln, Nerven und Sehnen. Hier sind einige Zahlen. In Europa sind 27% aller Fälle von lebenslanger Arbeitsunfähigkeit auf Erkrankungen des Bewegungsapparats zurückzuführen. Die Kosten belaufen sich auf geschätzte 240 Milliarden Euro pro Jahr. Diese Last könnte verringert werden, wenn die Leute mit Rückenproblemen oder Sehnenentzündungen frühzeitig die richtige Behandlung bekämen. Hier in Alicantes Krankenhaus leitet der Rheumatologe Dr. José Antonio Bernal ein Projekt, das solchen Patienten fachliche Beratung gibt, sobald sie krankgeschrieben werden. Die Behörde für Arbeitsmedizin schickt uns eine Liste mit den Fällen der vergangenen Woche. Ich filtere diese Liste nach den Personen, die unser Arbeitsfeld betreffen. Diese Patienten können von schneller Hilfe profitieren. Also rufen wir sie an und laden sie zu einem Beratungsgespräch ein. Das Konzept des frühzeitigen Eingreifens wurde zuerst in Madrid erforscht. Wir sind hier in der spanischen Hauptstadt und treffen Dr. Juan Robert, Unterstützer des Konzeptes Vorbeugen ist besser als Heilen. Der wichtigste Teil des Konzepts ist das frühe Eingreifen. Wenn ein Angestellter schon krankgeschrieben ist und innerhalb der ersten Woche behandelt wird, sind die Ergebnisse der Behandlung viel besser, als wenn wir 2 Wochen länger gewartet hätten. Warum also ist das frühe Behandeln, das Patienten zugutekommt und Ausgaben spart, keine weit verbreitete Praxis? Das Problem ist, dass die Arbeitsunfähigkeit viele Leute und Behörden betrifft. Da gibt es das Gesundheitssystem, dann die Arbeitgeber, die Arbeitnehmer und das Sozialversicherungssystem. Das heißt, dass man mit all diesen Akteuren in Kontakt treten muss, dass sie zusammenarbeiten müssen, was sie schon tun, aber nicht so koordiniert. Sie alle arbeiten mit unterschiedlichen Methoden. Arbeitsunfähigkeit, also wenn jemand seine Arbeit nicht mehr machen kann, ist das ein ernstes Problem. Wenn nicht rechtzeitig eingegriffen wird, kann das zu einer dauerhaften Einschränkung führen. Diese Leute kehren nicht zur Arbeit zurück. Zurück in Alicante. Dr. Bernal berät Esperanza in seiner Sprechstunde und gibt Tipps zur richtigen Körperhaltung bei der Arbeit und zur Entspannung. Er erklärt ihr, wie sie vermeiden kann, zukünftig wieder von solchen Rückenschmerzen heimgesucht zu werden. Ich habe viel darüber nachgedacht und werde mein Leben verändern. Eigentlich tue ich das schon jetzt. Ich gehe zum Pilates, ich gehe schwimmen. Ich arbeite daran, meine Rückenmuskulatur zu stärken, damit ich nie wieder solche Schmerzen ertragen muss. Nachdem sie einige Wochen krankgeschrieben war, arbeitet Esperanza jetzt wieder. Ein Grund dafür, dass das Krankenhaus in Alicante sein Projekt zum frühzeitigen Eingreifen weiter verfolgt. Smart Care. In Zusammenarbeit mit AppWee.